So, grüezi, und da sind wir wieder hier bei Minecraft, gell? Und der Konrad, der spielt jetzt wieder weiter. Ja, so schaut's aus. Da sind unsere Schäfchen. Die haben wir uns ja hier letztes Mal schön eingefangen. Da können wir uns ein bisschen Wolle holen. Ja, wie machen wir denn heute weiter, Freunde? Das ist die große Frage. Ich bin ein bisschen in Baulaune, muss ich sagen. Aber ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Vor allem, was soll man bauen? Soll man die Gartenhütte... Ach, jetzt sehe ich's, da haben wir ja... Da sind wir ja noch gar nicht fertig geworden letztes Mal. Ja, dann wissen wir ja schon, was wir machen. Nee, dann fangen wir gleich mal an, ihr kleinen Schäfchen. Oder, was meinst du? Was meinst du, wie machen wir weiter? Bau uns ein Dach! Also gut, bau mal ein Dach. Da brauchen wir Holz. Und Erde sammeln wir auf dem Weg auch ein bisschen ein, damit wir das Loch hier zumachen können, oder? Ja, aber so viele Schafe auf einem Haufen ist so akustisch auch ein bisschen Vergewaltigung, finde ich. Ach, ich habe noch gar keine Musik laufen. Wartet mal. Lass mal Musik laufen. Musik? Keine Musik! Ah. Geht doch. Mensch, Konrad. Alte Hütte, hast du die Musik vergessen? Ja. Und wir machen so weiter, wie wir in der ersten Folge angefangen haben. Wir klopfen uns Holz. Jetzt sind meine Setzlinge natürlich noch nicht gewachsen. Das heißt, Onkel Konrad muss wieder ein Stückchen laufen, bis er auf Holz stößt. Ja, es wird immer weiter der Weg, bis das Holz kommt. Wir könnten ja auch da unten den Baum fällen. Aber vielleicht ist da oben auch noch was. Ja, da sind ja noch ein paar Bäumchen zu viel. Die holen wir uns auch gleich. Ich denke, wenn wir die Bäumchen platt gemacht haben, haben wir auf jeden Fall genug Holz, um unseren Schäfchen das Dach überm Kopf fertig zu bauen. Und uns, während wir das tun, vielleicht schon mal Gedanken machen, was als nächstes ansteht. Wie gesagt, heute bin ich ein bisschen in Baulaune. Deswegen würde ich mir jetzt, während wir hier Bäume klopfen und nach ein paar Holzbrettchen über die Schafe klopfen, würde ich mir ein paar Gedanken machen, wie denn mein Wohnhaus aussehen soll, wenn wir dann mal dazu kommen, das anfangen zu bauen. Ich habe ja schon so eine Vorstellung ein bisschen. Ja, jetzt habe ich keine Axt mehr dabei. Dann reicht das Holz nun mal spontan. Ja, ich habe schon eine kleine Vorstellung, dass das vielleicht ein bisschen aussehen soll wie so ein Fachwerkhaus oder so. Das wäre jetzt so optisch das, was ich mir wünschen würde. Ob ich das dann skillmäßig auch hinbekomme, wage ich noch zu bezweifeln. Aber jetzt bauen ist ja, darf man ja kreativ sein. Wenn es dann am Schluss scheiße aussieht, kann ich ja trotzdem sagen, das wollte ich so, das soll so aussehen, ist doch wunderschön. Oder? Ja, müssen wir jetzt noch neue Dinger basteln oder was? Na, Steine haben wir ja eigentlich drin. Keine Stäbe mehr. Ach, dann lassen wir die Axt jetzt mal weg. Machen wir aus dem Zeug hier. Ein paar Bretter. Ich hätte ja sogar ein paar Bretter gehabt. Die hätten aber vielleicht gar nicht gereicht. Man weiß es nicht so genau. Ja, jetzt ballern wir uns mal ein paar Flachbretter dahin. Ich muss immer im Hinterkopf behalten, dass ich mehr mit Monstern spiele. Nicht, dass mir wieder das zum Verhängnis wird, dass ich hier mit meinem jugendlichen Leichtsinn durch die dunkle Nacht spaziere und eine auf die Mütze bekomme. Ach, ich kann das ja von hier drin machen, so in halber Sicherheit.
mach das Dach auch ganz flach. Ich will mich da jetzt nicht verkünsteln mit irgendwelchen Spitzgaubendächern oder ähnlichem. Ich will einfach nur, dass meine Schäflein im Trockenen ein schönes Leben verbringen können. Auch wenn mich ihr Gemäh schon tierisch nervt. Ja, ja, ja. Och Mann, jetzt ist hier alles verstopfelt. Naja, so komme ich raus. Wenn ich mich in nächster Zeit ein bisschen verschnupft anhören sollte, könnte das daran liegen, dass der Winter dieses Jahr nicht so wirklich zum Vorschein kommen will und die Bäumchen einfach schon anfangen zu blühen und der kleine Konrad da leider ein kleines allergisches Problem hat mit diesen Blütenstaubpollen. Die mag er nicht so in der Nase und in den Augen. Aber wenn ich mal richtig verrotzt bin, dann mache ich, glaube ich, eh keine Aufnahme. Also wenn es da mal so schlimm wird, dass ich echt nicht mehr sprechen kann, dann könnte es halt sein, dass er mal eine Woche auf mich verzichten müsst. Aber ich glaube, da könnt ihr damit leben. Könnt euch ja dann ein paar alte Folgen anschauen, wenn er mich so vermisst. Und ihr vergesst mich einfach. So, haben wir das Dach ja schon fertig, ja. Das ist ja super. Super, wo... Da war die Tür. Ach, genau, beim Loch. Aber das... Aber das Loch da drin stopft man jetzt trotzdem noch. Das, finde ich, ist optisch nicht so ein schöner Hingucker. Sollen wir uns da eine Schaufel für bauen? Dann können wir vielleicht schneller erdreich abtragen. Ja, mach mal das, hm? Wir haben ja hier Holzbretter im Inventar. Und dann können wir ja auch... Machen wir uns mal... Ein paar Kisten können wir uns noch bauen. Ich sollte jetzt mal auch Vorrat auch langsam produzieren. Da muss ich nicht immer von vorne anfangen, oder? Ja, machen wir vielleicht auch noch. So, und so wie es mir scheint, habe ich... Ah doch, ich habe Monsterchen. Da ist ja eine Spinne. Jetzt habe ich schon gedacht, ich hätte wieder vergessen umzustellen von total peaceful Baby-Modus auf Action-Modus mit bösen Spinnen und solchen Tieren. Also die haben hier ja schon so viele Löcher reingebombt. Sehr unschön. Ach, und wer bist du denn? Hey, du bewirrst mich, Alter. Geh mal weg, geh mal weg. Was weißt du denn? Oh, eine Flasche. Aber ich krieg hier Schaden. Warum krieg ich Schaden? Hallo? Hilfe? Hilfe? Hallo? Jetzt ist aber mal gut. Warum krieg ich hier Schaden dauernd? Oder krieg ich gar keinen Schaden? Oder was ist das? Hä? Ich kapier das nicht. Oh, ich wäre jetzt ja fast gestorben. Was war denn das für einer? Ich lerne ja hier immer neue Leute kennen. Ach, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mein Weizenfeld nicht mit wegrasiere. Soll ich eigentlich, wenn ich so einen Bautag habe, einfach Monster ausstellen? Oder habt ihr Spaß dran, wenn ich hier ab und zu mal auf die Mütze krieg? Mir ist das egal. Ich richte mich da vollkommen nach euren Bedürfnissen. Aber noch hält sich das ja in Grenzen mit den Monstern hier. Das kann man dann schon parallel zueinander irgendwie organisieren. Dass ich baue, ohne unbedingt von den Monstern dermaßen behindert zu werden. Oh, du bist ja eine schöne Spinne. Und wirfst gar nichts ab, außer zwei so Leuchtpünktchen. Das sind ja scheinbar die Level, wo ich dann irgendwann mal mit zaubern kann. Aber das habe ich wirklich... Also so weit habe ich noch nie Minecraft gespielt, dass ich hätte... Hallo? Du schon wieder? Bist du so ein Medizinmann oder was? Ja, und wer bist du? Also das ist ja echt seltsam alles. Ich lerne jede Nacht neue Monster kennen. Haben die so einen Schichtplan vielleicht?
Montags darf der lange Schwarze, Dienstag darf der Medizinmann, donnerstags die Skelette, Freitags sind die Zombies dran. Oder wie? Kommt mir fast so vor. Ach ja. Wie nennt man das, wenn man sich hier so ein bisschen eine Ebene schafft? Gibt's doch ein Wort dafür bei Minecraft, oder? Wie heißt denn das? Terra Building, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, ich hätte da letztens sowas gehört. Ich bin da ja eh nicht auf dem laufenden Stand. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das mache. Ich weiß auch gar nicht. Ah, ich habe mir nicht nur eine Schaufel gebaut. Ich habe mir was dabei gedacht. Oh, geht das mit einer Eisenschaufel eigentlich schneller? Ich würde ja für so ein Let's Play, damit das einmal nicht so lang dauert, immer würde ich ja glatt auch Eisen opfern, um eine Schaufel zu bauen. Aber das weiß ich ja nicht. Mensch, sind das viele Spinnen heute. Aber nicht so viele Creeper, Gott sei Dank. Die mag ich ja bekanntlich nicht so. Ach, da ist ja mein Weizenfeld, das ich nicht abrasieren möchte. Ach, das könnte ich ja so. Mache ich einfach so ein eckiges Weizenfeld und setze vielleicht so Holzböbel drumrum, so als Abgrenzung vom Acker. Das können wir doch machen, oder? Das mache ich auch. Wenn ich schon mal im Kreativmodus hier bin, statt im Abenteuer-Sterbemodus, dann mache ich das auch. Was soll ich denn dafür? Oder bevor das so globig wird, könnte ich ja auch so Falltüren bauen und da dran bauen. Und Monster bauen und bauen. Ich habe so einen Tick, dass ich so ein Wort immer so oft wiederholen muss, wenn ich es mal aufgeschnappt habe. So ein Wort wie bauen, was man ja nicht jeden Tag sagt. Dann bauen wir uns jetzt mal. Wie ging denn die Nö, der kommt aber nicht rein. Sind das die Falltüren hier? Druckplatte. Wie ging eine Falltüre? So, ne? Ist das eine Falltüre? Muss ich gucken. Falltüre, ja. Jetzt mache ich mal Experiment. Experiment mit Falltüre. Ob das funktioniert und ob das aussieht gut. So, machen wir mal ein paar. Sollte reichen, um unser Beet zu umrunden. Ach, jetzt steht wieder so ein kopfloser Vertreter hier vor der Tür. Oder was für ein Zeuge Jehova? Ich weiß es ja nicht. Jetzt will ich das mal probieren. Hey, aber sieht das gut aus? Warum geht das hier nicht? Verstehe ich nicht. Warum kann ich da zwei nebeneinander machen? Da kann ich keinen mehr hinmachen. Dann sieht das natürlich nicht gut aus. Da geht das. Da geht das wieder nicht. Da geht das auch nicht. Ach, nee, auch nicht. Kann nicht sein. Ach, vielleicht weil da der Weizen drauf ist, ne? Muss ich dann hier die Umrandung fertig bauen, wenn der Weizen geerntet ist erst? Och, das ist jetzt ja wieder hinderlich. Hinderlich, wenn man jetzt mal so eine Idee hat und ein bisschen vorbereitet ist. Sieht das überhaupt gut aus? Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Lasst mich das mal. Doch, könnte schon gut aussehen, oder? Hm. Ja, dann machen wir das. Wenn wir hier geerntet haben, ist der schon reif hier. Der war noch nicht reif. Okay. Nee, ich ernte das jetzt gleich alles. Die Samen kommen ja eh wieder raus. Und dann machen wir das fertig hier, wenn wir schon dabei sind. Und? Ach, jetzt muss ich erst warten, bis der Ackerboden kein Ackerboden mehr ist. Und dann geht das. Seht ihr? Oh, ich habe was von alleine verstanden und kapiert. Das ist ja... Ich bin immer mehr von mir selbst begeistert. Ja,
Baufolgen sind ja immer so tolle, spannende Folgen, wo der Let's Player viel zu erzählen hat und der Zuschauer ständig denkt, was macht er denn da? Aber das muss halt auch sein, sonst mache ich mit euch irgendwann hier Let's Play 100 und hab doch nichts gebaut, weil ich immer nur so hirnlos in der Gegend rumgerannt bin. Ich glaube, 4 braucht man noch, gell? Ich mach gleich einmal mehr. Da muss man nicht nochmal laufen. So. Jetzt ist hier wieder Tag. Können wir die Tür auflassen? Kriegt man nur freundlichen Besuch? Ja, wenn man es braucht, dann geht das Ackerland nicht schnell weg, ne? Wenn man es. Aber jetzt ist die Frage. Ah, jetzt baue ich mir das so schön. Und am Schluss kann man dann gar kein Ackerland mehr machen, wenn die Türen mal dran sind. Das wäre jetzt natürlich wieder so eine typische Konrad-Aktion. Ja! Oh, Konrad, du kleiner Idiot. Kannst du nicht erst nachdenken und dann bauen? Dann hätten wir uns jetzt gar nicht so viel Gedanken machen müssen und hier... Also nochmal von vorne. Ich habe mir überlegt, ich zäune mein Beet schön ein. Und da ich sofort erkannt habe, dass Falltüren nicht passen werden, machen wir das... Sollen wir das mit Baumstämmen machen oder mit Holzbrettern? Wenn ich das mit Holzbrettern mache, sieht's aus wie... wie's Haus. Dann sieht's aus wie's Haus. Ich bin dafür, dass wir das mit... Holzklötzen machen. Dazu benötige ich eine Axt, die ich mir vorhin bauen wollte... und dann total vergessen habe. Wo kommt denn die Karotte jetzt eigentlich her? Glowstone-Staub. Das hatte ich auch noch nie. Halleluja, ich muss bald mal wieder googeln und ein bisschen gucken, was ich hier mit dem ganzen Krust hier machen kann, den ich hier habe. Eine Kiste bauen und... Boah, ich bin jetzt gerade echt überfordert. Ich will so viel machen. Machen wir erstmal eine Kiste. Kiste. Weil... Nochmal 2 Kisten. Der Platz in der ersten großen Kiste so langsam zu Neige geht. Und ich eventuell... hätte ich ja auch jetzt hier machen können, hätte ich... Naja, egal. Egal! Weiche Wolle. Pflastersteine. Erde. Die ganzen Holze, die man eigentlich auch zusammenlegen könnte... Erde, die Schilder, ach, ich wollte ja mal, ja, Glasflasche, auch interessant, hatte ich auch noch nie. Also lauter Premieren heute, für das, dass ich eigentlich nur so ein verplantes Let's Play machen will, wollte. Schon viel gefunden, viel Neues entdeckt, ganz spannende Geschichten. So, die brauchen wir und die brauchen wir aber auch, wenn wir uns Axt bauen wollen. Wie ist denn die Mehrzahl von Axt? Äxte. Wenn wir uns Äxte bauen wollen. Passt genau für 2 Äxte. So, dann holen wir uns... Und ich habe schon wieder so gesagt, aber ich hab's selber gemerkt. Holen wir uns hier von unseren gepflanzten Bäumchen die Ernte. Wer Setzlinge sät, wird Holzstämme ernten. Das tun wir jetzt auch. Dann können wir die anderen Setzlinge vielleicht gleich noch einpflanzen, damit wir demnächst wieder hübsche... Was ist denn das für ein Holz? Eichenholz haben. So eine schöne Eiche. Wie ging dieser Spruch bei Gewitter? Buchen sollst du suchen und Eichen sollst du weichen. Ja... Mittlerweile weiß man, dass es scheißegal ist, wie der Baum heißt, unter dem man steht, wenn der Blitz einschlägt. Dann ist einfach Schicht im Schacht. Dann ist einmal nochmal ein ordentlicher Schleudergang angesagt und man darf sich von diesem Planeten verabschieden. Auch nicht unbedingt, oder? Man stirbt ja nicht unbedingt bei einem Blitzschlag. Gibt ja viele, die das überlebt haben, oder? Oder nicht? Oder gibt es nur ein paar wenig und genau die kommen halt im Fernsehen, weil die anderen ja keine Zeit mehr haben. Ach, unser schöner Steg da unten.
Ist das nicht schön? Ah, da ist auch noch ausbaufähig, ne? Von weitem sieht er irgendwie aus wie so eine, wie so ein Strich Dünnschiss ins Wasser gesetzt. Oder? So mit diesem Hellbraun. Da muss noch ein Farbakzent oder sowas unten hin später mal. Habe ich jetzt sofort erkannt. Das muss nee, so, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt, mein Freund. Ich wollte das eigentlich so. Und da sieht das auch gut aus. Sieht das gut aus? Oder sieht das doof aus? Oder sieht das so mittendrin aus? Es sieht auf jeden Fall mal anders aus. Und das erst. Wie geht das denn? Wie geht das denn? Naja, mich wundert mittlerweile nichts mehr. Es ist auch echt lustig, so Sachen passieren mir jetzt erst in den Let's Plays. Das ist alles so... Wie wenn so Minecraft merkt, ey, der nimmt auf, komm, wir machen irgendwas, wo wir ihn verarschen können. Wo er dann so plötzlich kurz sprachlos stehen bleibt und ich weiß, was er sagen soll. Sollen wir da an die Ecken vielleicht was ganz anderes hinsetzen? So als Kontrast zum Rest? Ach, Birkenholz, wir hatten doch Birken vorhin irgendwo. Da unten sind doch Birken. Da hole ich jetzt Birkenholz und dann machen wir so weiße, weiße Knüppels an die Ränder. Weiße Knüppels und wir machen schon mal einen kleinen Spaziergang. Ich glaube, hier unten war ich noch nie. Auch unten immer Schafe, Schafe, Schafe. Aber die müssen wir jetzt nicht unterwegs abfarmen. Weil wir haben ja unsere eigene Farm zu Hause an unserem Gartenhäuschen, das aber immer noch unseren Hauptwohnsitz darstellt. Weil der Konrad ja einfach nicht aus der Bette kommt hier mit dem Bauen. Das reicht, um die Ecken zu machen, oder? Ach, wenn wir schon mal hier sind, oder? Oder? Wenn wir schon mal hier sind, dann hauen wir die Birken ab. Dann fallen vielleicht noch ein paar Setzlinge runter. Dann haben wir auch vor unserer Gartenhütte etwas Birkenholz, das wir anpflanzen können. Verdammt, was ist... Hört ihr das? Hört ihr das? Dieses Lied? Und soll ich euch mal verraten, woher das kommt? Das passiert, wenn Onkel Konrad einfach eine Playlist runterlädt, lizenzfrei, sich vornimmt, ach, ich lade jetzt alles in einem Wutsch runter und dann sortiere ich das in verschiedene Ordner. Immer nach Motto. Und dann vor lauter Faulheit vergisst er das. Und schon habt ihr mitten im Februar, Anfang März, wunderschöne Weihnachtsmusik im Let's Play von Konrad laufen. Ist das nicht schön? Da kriege ich ja gerade schon wieder Lust, meinen Tannenbaum zu schmücken, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Nee, natürlich nicht! Weg! Weg damit! Meine Güte! Konrad, alter Schwede, du! Kleiner, fauler Stinker! Mach dir mal deine Musikordner richtig jetzt! So, auf jeden Fall, jetzt machen wir noch unser Blumenbeet da oben fertig. Wo da oben? Ich habe mich schon wieder fast verlaufen. Ich glaube, da oben, oder? Da, ich sehe es. Ich sehe es sofort gewusst. Wie wenn ich mich verlaufen würde, Freunde. Das glaubt auch nur ihr, dass ich mich verlaufen würde. Würde. Ist auch mal schön, wenn Konrad einfach die Schnauze hält, oder? Wenn ihr einfach nur mal guckt, was er da macht. Sollen wir da noch so ein bisschen höher machen, die am Rand? Guck mal, die höher. Hi, hi, up to the sky. Naja, naja.
Naja, naja, naja. Ist mal was anderes. Muss ja nicht das gleiche machen wie jeder andere. Bam, bam. Jetzt machen wir da noch den Weizen gleich rein, damit wir wieder Stunden und Jahre warten dürfen, bis der Weizen gewachsen ist. Oder muss ich den gießen vielleicht ab und zu? Muss ich mir mal einen Wassereimer basteln? Und ja, nee, aber das wäre ja Blödsinn. Da wäre ja hier ein Wasserding drüber. Ach, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das machen wir anders. Das machen wir anders. Sieht das hier mit einem wenigstens gut aus? Mit einem wenigstens... Ja, so, das geht noch einigermaßen, oder? So dieser Birken-Zebra-Look zum Eichen-Look. Und dann können wir ja... Nö, das lassen wir so, oder? So ist das doch nett. Ich habe jetzt überlegt, ob wir noch Fackeln an die Ecken setzen, aber eigentlich ist das nett so, finde ich. Ja, das lassen wir so, das lassen wir so. Wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon wieder auf? Mensch, war lauter Quatschen wieder hier. Die Zeit vergessen und da besucht mich noch ein Creeper. Ein Creeper, 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 Creeper. Ohne zu explodieren. Juhu! Ach, da ist wieder so ein... Also die sind, die finde ich jetzt ja... Das interessiert mich jetzt ja echt mal. Was das... Oh, der hat irgendwas... Was hat denn der abgeworfen? Was war denn das? Da war doch was Blaues, oder? Was ist denn das für ein Geräusch? Da erlebt man Sachen mit euch. Freunde der Sonne. Jetzt muss ich gleich mal, wenn ich wieder drin bin, jetzt gehe ich erstmal rein, mach die Tür hinter mir zu. Und dann gucke ich mal, was ich da gerade im Augenwinkel Blaues gesehen habe. Ob ich das wirklich gesehen habe oder ob das nur... Enderperle. Auch spannend. Sieht schön aus auf jeden Fall. Ich habe jetzt ja noch eine Kiste. Enderperle. Ich muss echt mal... Also ich glaube, ich muss jetzt mal 2 Wochen lang mit den Let's Plays... Spinnenauge hatte ich auch noch nie. 2 Wochen lang mit den Let's Plays einfach aufhören, weil ich mich 2 Wochen lang belesen muss, was ich mit dem ganzen Zeug hier mache, was ich jetzt plötzlich finde. Aber gefällt mir... Gefällt mir wirklich. Jetzt pflanzen wir auch mal die Bäumchen, die ich hier im Inventar mit mir rumschleife. Die Weizenkörner habe ich schon gepflanzt draußen. Boah, ich muss mal wieder gucken, dass ich hier an Futter rankomme. Dazu sollte der Weizen langsamer wachsen. Dann könnte ich mir Brot backen. Weiß ich zwar auch nicht mehr genau, wie das geht, aber ich könnte es mir denken. Ja, super, ich brauche Futter, Leute. Ich muss mal auf Nahrungssuche gehen. Na, du bist ja ein Chica. Was, beim H&M und hast dir eine neue Mütze gekauft, oder was? Ach, der kann schießen. Ich bin hier so... Ach, und das Loch haben wir immer noch nicht gestopft. So, Tür wieder zu. Knochenpfeile, das kenne ich ja schon. Jetzt wollte ich... Eigentlich wollte ich das Let's Play beenden. Aber jetzt bin ich schon wieder aus... Aus der Hütte gerannt. Schwert, Schwert, mit Schwert geht's schneller. Aus der Hütte gerannt. Jetzt machen wir das Loch noch zu und ich bringe mich drin in Sicherheit. Ach, das wollte ich auch wegmachen, ne? Dass die Zombies hier nicht mehr reinkommen. Vor allem, wenn da ein Creeper jetzt reinstolpert, dann... Dann habe ich den Salat. Den Schafsalat. Den Salat, den Hirtensalat mit Schafskäse. So, Schäflein. Geh ich mal wieder raus. Dann mache ich das hier aber jetzt auch noch gleich weg. Damit es einfach erledigt ist. Sonst vergesse ich das nächstes Mal wieder. Ja, jetzt haben wir uns am Valentinstag hier extra die Blümchen hingepflanzt. Na, jetzt machen wir sie wieder weg. So ist das manchmal im Leben. Man baut sich was auf und macht es wieder kaputt. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Und Konrad sagt, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Und dann gehen wir unbedingt auf Nahrungssuche. Tschüss.